Ich muss mich erstmal setzen. Das kann doch so nicht weitergehen, oder? Wir haben noch genau 2 Spieltage vor uns. Schon wieder ein 6:0. Boah. Ganz ehrlich, ihr bereitet mir echt Kopfschmerzen. Bitte, ich flehe euch an, gebt doch euer Bestes jetzt noch in den letzten 2 Spieltagen. Ihr seht doch, Seebox hat eh keinen Bock mehr auf die Liga und lässt deswegen eh gefühlt jeden gewinnen. Ah, ihr bringt mich echt doch in den Wahnsinn. So, ihr macht euch jetzt bereit fürs Spiel und ich gehe erstmal noch ein Trinken. Es ist wieder Sonntag, bedeutet KDL Season 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der vorletzte Spieltag, bevor es in die Playoffs geht. Seid ihr schon gespannt? Und wenn ja, wer ist euer Favorit? Und obendrauf ist heute auch noch Muttertag. Einen frohen Muttertag euch allen. Nicht mehr lange, dann hat jeder gegen jeden bereits einmal gekämpft. Aber schauen wir erstmal, wer jetzt noch übrig bleibt. Um 14 Uhr macht den Anfang des 10. Spieltages Benji gegen Herbie. Um 15 Uhr darauf folgt Dodo gegen Seebox. Das dritte Match an diesem Tag ist Simon gegen Kumiko. Um 18 Uhr Sala gegen Fletka. Und zu guter Letzt 2 Kämpfe, die meines Wissens leider nicht stattfinden können. Einmal Timmy gegen Yuki aufgrund von Internetproblemen. Und Glitzkor gegen DOS, da DOS die Liga leider verlassen hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit den heutigen Matches. Schauen wir doch einfach mal rein. Herzlich willkommen zum vorletzten Spieltag der KDL Season 2. Ja, es ist soweit. Uns stehen nicht mehr viele Kämpfe bevor. Und nun ja, momentan sieht es nicht sonderlich gut für uns aus. Wir haben noch keinen Win in dieser Season geholt. Aber als erstes kommt die HL in den Kampf. Ja, wir spielen heute gegen Seebox und Aufnahmen laufen alle, das ist sehr gut. Das, was ich hier gerade gebracht habe, ist nicht sehr gut. Es regnet, ich hasse Regen. Ich mag Regen im Real Life auch nicht. Ich würde sagen, gehen wir als erstes mal in unseren Sala. Der ist nicht immer schön tanky. DHL. Mal gucken, ob wir heute eine Chance haben oder ob Seebox uns komplett auseinander nimmt. Wird sehr interessant. Spezi kommt zurück. Und Sala kommt in den Kampf. Mal gucken, was jetzt kommt. Wird zurückgerufen. Okay, well. Hydra. Gehen wir jetzt mal auf den Eisstrahl, würde ich sagen. Er hat vielleicht mit meinem Visa-Floor gerechnet und ist deswegen jetzt, I don't know, vielleicht auf eine Feuerattacke oder so gegangen. Mal gucken. Wir kommen mit dem Eisstrahl und er trifft und macht Hälfte Schaden. Das ist sehr effektiv. Und da ist er eine Nuss. Eine Singelbeere. Toxin! Ah, das ist natürlich nicht so nice. Wir gehen trotzdem nochmal auf den Eisstrahl. Mal gucken, was er jetzt reinbringt oder ob er überhaupt, also ob er überhaupt switcht oder ob er noch irgendwas gegen mich hat auf dem Mon. I don't know, bin aber gespannt. Wir kommen wieder mit dem Eisstrahl. Pinnen ihn sehr effektiv. Das ist schön. Wir können uns mit der Shell Bell ein bisschen gegen die Vergiftung heilen. Da kommt er mit einer kleinen Kehrtwende. Ja, macht nicht so viel. Heilen wir uns gleich mit der einen oder anderen Shell Bell wieder. Shell Bell? Muschelglocke? Ja. Gegen hoch. Was kommt jetzt? Ja, wer bist du denn? Wer bist du denn? Ja, dann gehen wir mal ganz einfach auf den Play Stalobor, würde ich sagen. Resistiert Elektro. Ah, DHL kommt in den Kampf. Diesmal spiele ich mein Stalobor nicht gescarft. Bedeutet, ich mache nicht den Fehler, den ich letztes Mal gebracht habe. Der schon ziemlich dämlich war. Bedeutet, wir überbrücken den Niesel, switchen aber instant wieder raus gegen... Wen haben wir denn so schönes?
gegen unseren lieben Konsti. Da würde ich jetzt gerne mal reinwechseln. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich komme zurück. Er bleibt drin, vermutlich. Und was? Ein Orkan. Komm, bitte verletz dich nicht selber. Bitte verletz dich nicht selber. Wird zurückgerufen, wer kommt? Oh, Gift ist sehr effektiv gegen Drache. Bitte verletz dich nicht selber. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Du blöder Hund, du! Oh, ey! Jetzt ist mein Team schon so drauf, so in der Mut, sich selber zu killen. Also, boah. Ganz ehrlich, meine ganzen Monster sind suizidgefährdet. Das ist doch echt nicht mehr schön. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich will zurückgucken. Jetzt kommt The Doctor. Eis ist... Ist Eis sehr effektiv gegen Käfer? Nee. Gehen wir mal auf Siedewasser. Ja, hat einiges gemacht. Oh, und er hat den Burn. Während der natürlich sehr effektiv gegen Käfer ist. Das ist schön, das freut mich. Kehrtwende. Ja, macht nicht allzu viel. Wir müssen bloß gucken, dass wir uns gegen das Toxin wieder ein bisschen hochheilen. Benjamin Franklin. Wir gehen in unser... Das fand ich sehr effektiv, das war ein bisschen dumm von mir. Ja, das war ziemlich lost von mir. Ja, dann gehe ich lieber in Stahlobor rein. Also, jetzt lass bitte wieder irgendwie... Komm mir jetzt bitte nicht mit deinem... mit deinem Pedepa an. Ich lege erstmal die Tarnsteine. So viel Zeit muss sein. Wird zurückgerufen. Ja, das habe ich mir gedacht. Und jetzt kommt sein Pedepa wieder rein. Aber die Tarnsteine kommen jetzt. Niesel, Ich würde jetzt sehr gerne auf meinen Hafnir gehen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Kehrtwende, wow. Das ist nicht sehr effektiv. Seebox wird zurückgerufen. Also wird zurückgerufen. Bedeutet aber, jetzt kommt jedes Mon, das reinkommt, kriegt halt Tarnstein-Damage. Das ist eigentlich ganz nice. Sherox kommt zurück, kriegt Tarnstein-Damage, kriegt gleich Burn-Damage. Ja. Macht schon ordentlich, würde ich sagen. Wir gehen auf den Flammenwurf, wir sind Scarf. Ich hoffe, er ist nicht schneller. Ich hoffe wirklich, er ist nicht schneller. Aber dürfte er eigentlich durch den Burn nicht sein. Ja, und damit ist er raus. Perfekt, wir haben einen Kill gemacht mit Uhafnir. Yes! Chopper. Oh, Karl Mal. Sein G-Max-Bomb meine ich. Ich glaube, ich G-Maxe mal. Okay. Er wird meinen Todok vermutlich jetzt rausnehmen.
Giga-Geräusche. Ja, nimm mein Tonhock raus. Und jetzt haben wir den Safe-Switch in mit unserem Ohafti und gehen auf den Fokusstoß. Ja, well. Life Orb, okay. Fokusstoß, here we go. Ja, okay, ich glaube, damit haben wir den Kampf jetzt auch schon wieder verloren. Dann gehen wir in unseren Checkouts. Ja. Viel können wir hier nicht mehr ausrichten. Wir stehen gegen ein Wassermon. Im 1 vs 1. So. Wir gehen aufs Erdbeben. Ja, go for it. Und er protected? Warum zur Hölle protected er? Wir werden geheilt, bedeutet, die Tatsteine haben uns nichts gemacht, quasi. Wir drücken nochmals Erdbeben. Mal gucken, was jetzt kommt. Wird zurückgerufen. Irgendjemand rennt jetzt ins Erdbeben. Vermutlich der DHL. Ja, der DHL-Typ. Kriegt aber ordentlich. Ja, wirkungslos. Wir gehen auf den Turbodreher, um bei uns auf der Seite die spitzen Steine wegzubekommen. Macht ihm halt für literally nichts. So. Macht ihm halt absolut nichts. Siedewasser! Ja, das war's. Und was zur Hölle soll ich noch machen? Ich kann nochmal auf den Turbodreher gehen. Jetzt kommt nochmal Siedewasser und das war's mit unserem Checkouts. Ach komm, ich kann auch eh nichts mehr machen. Gehen wir auf den Protzer. Wird zurück im Was? Was macht die Hydra denn jetzt hier? Wir gehen auf den Protzer. Und nun ja. Entweder können wir jetzt was machen oder wir können nichts machen. So, vielleicht macht unser gutes Liberlo ja noch einen Kill. Hoffentlich. Ja, wir können noch Kehrt wenden und machen sogar noch einen Kill. Das ist eigentlich ganz nice. Es hört auf zu regnen, das ist auch nice, bis gleich wieder der DHL-Bote reinkommt. Ja, der DHL-Bote kommt wieder in den Kampf, wie predicted. Kriegt wieder ordentlich Schaden durch die Tarnsteine. Das ist immer ganz schön zu sehen. Es fängt wieder an zu regnen. Nee, wir sind in diesem Kampf schon so klitschnass geworden, das ist unnormal. Wir gehen auf einen nicht sehr effektiven Feuerball. Vielleicht macht er ja was. Wir sind auf plus 1, meine ich. Nein, er macht ja literally nichts. Siedewasser und das war's mit uns. GG Zebox. War ein nice Match. Ja, schade. Man sieht sich nächstes Mal beim letzten Spieltag der KDL. Auch wenn Zebox sich nicht mehr viel aus der Liga macht, Dodo hat trotzdem verloren. Schade. Aber war klar. Entweder werden alle von Spiel zu Spiel besser oder Dodo wird einfach von Spiel zu Spiel schlechter. Dafür, dass Zebox eigentlich bekannt dafür ist, dass er diese Liga gar nicht mehr so ernst nimmt, hat er Dodo doch noch ziemlich abgezogen. Das war der Kampf Dodo gegen Zebox. Nun ja, aber er hat ja eh andere Sachen zu tun, wie zum Beispiel die UDT zu organisieren. In die solche Leute wie Dodo
gar nicht reinkommen würden. Deswegen verständlich, dass er sich einen Scherz aus diesem Kampf macht und ihn trotzdem noch gewinnt. Wir sehen uns nächsten Sonntag, wenn es zum Spieltag 11, dem letzten Spieltag vor den Playoffs geht. Schalten Sie auf jeden Fall ein, um zu sehen, wer es schafft, sich in die Playoffs zu nominieren. Die Spannung steigt, bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden uns in den Playoffs auch auf jeden Fall wiedersehen. Genießt noch den restlichen Sonntag. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Sonntag. KDL Season 2. Ich gehe erstmal noch ein Trinken.